So Freunde, willkommen zurück bei Soma. Jetzt gab es wieder eine längere Pause, die ist auch nicht ganz unbegründet. Ich kam auf die glorreiche Idee, wieder mal Windows 10 zu installieren. Ich habe mir gedacht, solange dieses Angebot noch gültig ist, dieses kostenlose Angebot auf Windows 10 umzusteigen, nutze ich es nochmal aus, ich probiere es nochmal. Aber ich bin leider wieder damit auf die Schnauze gefallen, denn es läuft einfach nur sehr instabil bei mir. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ist es reproduzierbar, also es ist immer an der gleichen Stelle, fängt es an, dass es instabil läuft. Aber ich weiß weder warum, noch was ich dagegen tun kann. Und so sage ich jetzt einfach mal, willkommen zurück bei Windows 7. Ja, es hat nicht sollen sein. Windows 10 läuft bei mir nicht richtig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist die Soundkarte oder was auch immer, was da stört. Aber so ohne Soundkarte wäre es natürlich auch ein bisschen blöde. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück bei Windows 7. Und das hat ein bisschen Zeit gekostet. Sonst hätte ich hier schon ein paar mehr Folgen Soma. So, und damit sind wir auch beim eigentlichen Thema. Dem Kollegen fehlt ein Kopf, aber das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, schon festgestellt. Wir haben uns auch diese Audiologs hier schon abgehört. Wir sollen drei Sachen finden, beziehungsweise zwei Sachen haben wir schon gefunden, und zwar Strukturgel, einen Cortex-Chip und einen Akku. Die ersten beiden Sachen haben wir schon gefunden und damit sollen wir dann letztendlich einen Kampfanzug für uns konfigurieren. Kampfanzug, ein Kampftaucheranzug, damit wir dann praktisch in die Tiefe tauchen können, wo wir ja wirklich hin sollen. So, jetzt sind wir hier in der obersten Ebene dieser Station. Da sind wir hergekommen. Und wir müssen jetzt hier noch ein bisschen was suchen. Power Room, das hört sich schon nach Akku an. So ein bisschen. Und das ist ja auch genau das, was uns noch fehlt. So, wir können mal gerade gucken hier. Ja, das war irgendwie klar, dass es nicht hier funktioniert, aber ich muss ja mal draufdrücken, ne? So, Storage und Power Room. Storage. Das wäre schön, wenn da ein Akku liegen würde, ne? Weil wir haben ja bisher wirklich Glück gehabt mit diesen zwei Teilen, was wir jetzt schon gefunden haben. Es war zwar manchmal ein bisschen unheimlich, aber so wirklich ein Gegner kam uns bis jetzt noch nicht entgegen. Ja, okay, aber da gibt es keinen. Sieht zumindest so aus. Warte mal. Genau, hier geht's weiter. Da ist noch was. Ein Schacht. So, ich muss das mal ein bisschen genau mehr oder weniger absuchen. Ich will nicht, dass wir hier alles übersehen, wie ich es gerne mal tue. Das können wir nicht nehmen, okay. Das ist so ein bisschen seltsam, so ein bisschen strange hier, der Kollege. Aber okay. Was haben wir hier? Energiepal S3, hochleistungsfähiger, wiederaufladbarer Lithium-Schwefeldioxid-Akku. Ja, wo kriege ich den jetzt her? Warte mal, schließ mal weiter. Standard S3-Verbindung, Energiepal von Heimatsu für Maschinenwerkzeuge, Xorix und Kampfanzüge. Genau, das brauchen wir doch. Laden Sie die erschöpfte Energieeinheit in einem Heimatsu N5 Wiederaufladegerät oder einem anderen S3-kompatiblen Wiederaufladegerät wieder auf. Ja, und wo ist diese Einheit? Diese geile Einheit? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warte mal. Da vorne ist doch jemand, oder? Seht ihr den? Da ist doch jemand. Ich hab's genau gewusst. Jetzt beim letzten Teil kommt uns nochmal so ein... Scheiße. Kommt uns nochmal so ein Abschaum entgegen. Momentan hat er mich nicht gesehen oder was auch immer. Ich gehe mal da hin. Da können wir ihn sehen. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Oh, oh, oh. Danger. Ach, ist doch scheiße. Ihr wisst doch, dass ich auf sowas keinen Bock habe. Was ist das für eine Scheiße hier? Wo ist mein Akku? Der ist bestimmt da vorne bei dem Penner hier. Also mein Licht stört ihn auf jeden Fall nicht. So viel ist sicher. Noch nicht. Er weiß das schon. Ich sehe da vorne aber auch nicht wirklich was. Ob da mein Akku liegt? Kann sein, ne? Hey, Alter. Scheiße, Alter. So, er kommt. Und jetzt?
Scheiße, warte mal. Komm mal da dran. Ich hab meinen Akku und tschüss. Aber es kann sein, dass ich den aufladen muss. Ich komme hier nicht durch. Ich will gerade mal schauen. Der ist da vorne. Steht doch irgendwas von Aufladen. Nicht, dass ich hier einen leeren Akku oder so habe. Warte mal, ich guck mal auf das Bild. Man kann es gar nicht gut lesen. Sehen. Hochleistungswieder auf das Spiel, bla bla bla. Recharge, also wieder aufladen und... Okay, ich hab's ja eigentlich an so eine Aufladestation geholt, ne? Der müsste ja aufgeladen sein. Scheiß drauf, wir hauen ab. Sofern ich den Weg noch zurückfinde. Aber ich glaube, wir müssen einfach ins mittlere Stockwerk. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Und es heißt natürlich jetzt nicht, dass wir alleine sind. Nur weil der Pisser da jetzt eben war. Oder bisher noch keiner da war. So, aua. Und da lädt er auch schon wieder. So, jetzt muss ich aber mal überlegen, wo ging es denn jetzt hier überhaupt hin? Da geht es noch ein Stockwerk runter. Nee, das ist immer falsch. Weil es war im mittleren Stockwerk. Ich bin mir ganz sicher. Ach, genau. Scheiße. Was ist das für eine kranke Scheiße? Oh, da ist jemand. Ich renne jetzt einfach mal durch und ich bin in einer Sackgasse, verdammte Scheiße. Ich hau jetzt ab, komm. Weiter, 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 weiter. Renn einfach nur. Oh, lock die Tür. Lock the door. It's locked. It's locked. Gott sei Dank, Alter. I managed to piss off another one of Wild's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Alter Schwede. Jetzt ist nochmal schön spannend geworden hier. Zum Schluss. So, wir müssen jetzt irgendwas zerhackstückeln hier. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es funktioniert, beziehungsweise wo ich die Teile einfügen muss, aber hier wahrscheinlich, ne? Warte mal. This is crazy. Don't worry, it'll work. So, das nächste Teil kann ich auch da einführen. Oh yes. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. All right, try activating the seat from the terminal again. Und jetzt? Ach so, wir müssen, ne? Wir haben ja hier noch so verschiedene Funktionen. Warte mal. Ja, das ist nur die Anleitung. Warte mal, wie geht man da zurück? Ach, da unten. Sonde A. Was ist das jetzt für ein Scheißdreck? Warte mal. Ach so, A, B, C, D. A, B, C, D. Ja, wieso guckst du da eigentlich jetzt, ne? Bin ich so blöd oder was? Aber okay. Ich bin wirklich bescheuert. Ach, hier, das ist jetzt wegen B, C. Weißt du, ich habe mich eben gewundert. Wieso steht da B, C? Wo ist A? Und A ist hier. Deswegen habe ich eben nochmal nachgeschaut, ob ich nicht völlig verblödet bin. Aber es ist D. So. Was auch immer jetzt gerade passiert. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it, change body. Yes. If you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. So, hier haben wir einen Pilotensitz. Mein Omnitool muss ich wahrscheinlich jetzt noch nicht mitnehmen. Den kann ich auch gar nicht. Aber siehst du mal, ich habe dran gedacht, ne? So unglaublich. Gehen wir mal in den Pilot Seat. Kann ich gar nicht aktivieren hier, oder was?
Hier. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. So, eins nach dem anderen machen, was denn? Verändert sich da jetzt überhaupt was? Ach so. Da kann ich hier... That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? Bin ich geil oder bin ich geil? Das war, glaube ich, nur Zufall hier. So. Das ist fertig. Und jetzt können wir uns auch hinsetzen. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Yeah. What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Das ist super, ey. Das sind wir. Und wir sind jetzt neu. Cool, echt cool. Wobei, ich sag mal ganz ehrlich, eigentlich ist es ja scheißegal, ob ich den jetzt abschalte oder nicht. Weil das hier, dieses Objekt da vor mir, das war ja auch schon nicht ich. Mein richtiges Ich ist ja irgendwo in Toronto. Keine Ahnung. Also, ist das hier der Powerknopf oder was? Nee, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter, wenn ich ehrlich bin? Die hat doch gesagt, ich muss da irgendwas abschalten. Ach, bestimmt da vorne. Ausführen, Akku leeren. Was ist, wenn ich hier... Achso. Ich habe nur gesagt, was ist, wenn ich hier wieder einen Stecker reinstecke, aber man kann das gar nicht anfassen. So, Akku leeren. Ja, und jetzt? Akkufehler, super. Und nu, und nu, und nu? Sag mir was. Na, wir können hier unser Omnitool jetzt einstecken. Okay. Das heißt, welchen Knopf muss ich jetzt drücken oder muss ich darüber gehen? Ja, wahrscheinlich diesen Knopf drücken hier, genau. Mit Omnitool schwenken. Ja, dann mach's gut, alter Simon. Und willkommen im neuen Leben. Ich hab schon irgendwie gedacht, was ist denn jetzt los? Da
gab es einen kleinen Ruckler und es ging weiter. Okay, sehr schön. So. Und damit sollen wir jetzt hier in die Tiefe gondeln oder so. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich machen soll. Guck mal, da gibt es verschiedene Wege. Sieht ja geil aus. Und da ist so ein Seilzug oder was in die Tiefe. Ich gehe jetzt einfach mal den einfachsten Weg, den direkt vor uns. Oder ein, was heißt den einfachsten, den logischsten Weg, sagen wir mal so. Und schauen wir mal an, was da vorne abgeht. Eine Leiter, die ins Nichts führt. In die Tiefe. Ich kann es aber auch gar nicht anklicken. Also sind wir hier wahrscheinlich falsch. Okay, wir gehen mal zum nächsten. Und mehr gibt es auch, glaube ich, gar nicht, weil ich zu den anderen nicht hinkomme. Ah, hier funktioniert die Leiter. Sehr schön. Ich will aber gerade auch nochmal hier einen Rundumblick wagen, wobei ich auch gar nichts sehe, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Auf geht's. Warte mal, kann ich denn da anhalten? Nee, da gibt's nichts. Da ist ein Gitter davor. Ich will jetzt aber nicht 5000 Meter in die Tiefe laufen. Was bist denn du für einer? Ach, der ist außen. Okay. Ach, da kann ich mein Omni-Tool wieder reinstecken. Are we done here? Yeah. Activate the climber, please. Sure thing. Passagiere 5. Warte mal, ich soll jetzt irgendwas aktivieren. Wahrscheinlich das Teil, was wir eben gesehen haben. Warte mal, was ist denn das? Ach, da kann ich mich hinsetzen. So, warte mal. Passagiere. Ein Passagier. ACR. Runter. Runter. Was jetzt? Fahr los oder was? Nee, ich muss wahrscheinlich noch irgendwo den Startknopf drücken. Ach da. Da haben wir noch einen Schalter, einen Hebel. Nimm Platz. Sehr schön. Machen wir auch. Oh yes. Der Sonnenlichtbereich. Have we figured out what happens when we die? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? Dumb luck, right? That I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How can you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for.
I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Hello, Catherine. What happened? Das war ja klar, dass da wieder irgendwas passieren muss. Ich glaube, wir sind jetzt knapp 3000 Meter tief. 4000 Meter sollten das werden. Ach du heilige Scheiße. Ja, noch weiß ich nicht so ganz, was wir hier tun müssen. Vielleicht können wir hier auch irgendwie rausgehen oder da können wir die Leiter benutzen. Und dann sind wir da draußen bei diesen leuchtenden, was auch immer es sein soll. Gut, Freunde, wir haben 22 Minuten rum. Ich mache mal eine Pause. Und ich fürchte, in der nächsten Folge wird es wieder interessant. Also macht's gut, bis dann.